President Biden, why are you afraid of Julian Assange? Präsident Biden, warum haben Sie Angst vor Julian Assange? Boris Johnson, Angela Merkel, Manuel Macron, die Großen und die Guten, Tyrannen, Kleindiktatoren und demokratisch gewählte Führer scheinen sich vor Julian Assange zu fürchten. Die Frage ist, warum? Nun, wir wissen warum, nicht wahr? Durch WikiLeaks ist es Assange gelungen, Big Brother zu terrorisieren. Er nahm die Technologien von Big Brother, konstruierte daraus einen riesigen digitalen Spiegel und drehte ihn in Richtung des Gesichts von Big Brother. So können wir, die wir von Big Brother beobachtet werden, sehen, wie Big Brother uns beobachtet. Nichts erschreckt Big Brother mehr als das. Das Wunderbare an WikiLeaks ist, dass es wie ein internationaler und globaler Briefkasten funktioniert, in den jeder Whistleblower Informationen einwerfen kann, die uns alle betreffen. WikiLeaks prüft es, aber sie wissen nicht einmal, von wem die Information deponiert wurde. So garantiert sie, dass niemand etwas herausfinden kann, wenn sie es nicht selbst wissen, und erlauben uns dann zu erfahren, was Big Brother, Big Business, die großen Staaten, in unserem Namen tun, hinter unserem Rücken, angeblich um uns zu schützen, während sie für die größte Unsicherheit sorgen und die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschheit begehen. Das ist der Grund, warum sie jeden Tag Julian Assanges Körper in Großbritanniens Guantanamo in Belmarsh langsam und vorsätzlich auf kriminelle Weise ermorden. Das ist der Grund, warum wir ihnen in die Augen schauen, so wie WikiLeaks uns erlaubt hat, Big Brother in die Augen zu schauen. Und wir sagen ihnen unmissverständlich: Big Brother's eye. And we are telling you in no uncertain terms. You stand accused. Sie sind angeklagt, ein Verbrechen begangen zu haben und einen Mann ermordet zu haben, der es dem Rest von uns ermöglicht hat, ihre Verbrechen zu erkennen. Wir werden nicht ruhen, bis diejenigen, die die Verbrechen begehen, und diejenigen, die sie vertuschen, wie Präsident Biden, Präsident Macron, Frau Angela Merkel, Herr Boris Johnson und der Rest von ihnen in vermeintlicher Autorität zur Rechenschaft gezogen werden. In der Zwischenzeit, mit einem Lächeln auf unserem Gesicht, wünschen wir Julian Assange alles Gute zum Geburtstag. Carpe diem. Well, first we are getting Julian. Zuerst holen sie Assange, dann bekommen sie, mich, jeden. Das ist ein klarer Kampf für die Pressefreiheit und für das Recht der Bürger zu wissen, was Regierungen hinter ihrem Rücken tun, angeblich in ihrem Namen. To know that which governments are doing behind their backs, supposedly on their behalf. Die Umstände, unter denen er dort festgehalten wird, sind ein Angriff auf die Zivilisation. Ich denke, dieser Fall hat absolut verheerende, entsetzliche und weitreichende Auswirkungen auf die Pressefreiheit und den Journalismus insgesamt. Und leider haben sich die Leute bereits eine Meinung über Julian Assange gebildet. Sie ergreifen nicht die Art von Stellung, wie sie es tun sollten. Er wird bestraft, ebenso wie Julian Assange und Edward Snowden, für die Veröffentlichung der Wahrheit. Single human right of Julian's has been arbitrarily broken. Jedes einzelne Menschenrecht von Julian wurde willkürlich gebrochen. Verfahrensfehler, Fälschung von Zeugenaussagen, alles, alles verloren. The whole rotten lot of it. He's on death row. Er sitzt in der Todeszelle. Er wird im Todestrakt verweilen, wenn er ausgeliefert wird. Wenn dieser Mensch an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, wird er bis zu seinem Tode gefoltert werden. Vielleicht ist es jetzt Julian Assange und vielleicht ist es heute Glenn Greenwald. Aber wer wird der Nächste sein? Julian ist ein Publisher. Julian ist ein Verleger. Julian ist auch ein Sohn. Er ist ein Freund. Er ist mein Verlobter und ein Vater. Julian braucht seine Freiheit und unsere Demokratie braucht eine freie Presse. And our democracy needs a free press. Yes, it is about Julian Assange, but it is much more also about all of you. Ja, es geht um Julian Assange, aber es geht vielmehr auch um Sie alle und Ihre Kinder und Ihre Familien. Werden Sie in 20 Jahren noch in der Lage sein, die Wahrheit darüber zu erfahren, was Ihre Regierung tut? Oder wenn es zu einem Verbrechen geworden ist, Sie darüber zu informieren, was Ihre Regierung mit Ihren Steuergeldern für andere Menschen tut, die in Ihrem Leben nichts falsch gemacht haben? Hallo zusammen, ich bin Taylor Hudak von Activism Munich und befinde mich in London vor dem Old Bailey Gerichtsgebäude. Hi everyone, I'm Taylor Hudak.
Hallo zusammen, ich bin Taylor Hudak und stehe vor dem Belmarsh-Gefängnis in London. Wir alle sind Julian Assange. Wie würden Sie von all den Verbrechen wissen, die in unserem Namen begangen werden, wenn es nicht die Milliarden von veröffentlichten Informationen von WikiLeaks gäbe? Wenn Kriege durch Lügen begonnen werden können, kann mit der Wahrheit Frieden geschaffen werden. Wir werden Leute wegsperren, denen 200 Jahre Gefängnis drohen, weil sie Kriegsverbrechen aufgedeckt haben. In was für einem Land, in was für einer Welt wollen wir leben? Wir müssen uns also erheben und kollektiv sagen, so geht es nicht weiter. Wenn Sie ein Aktivist jeglicher Art sind, rechts, links, Mitte, ein Tierschutzaktivist und Umweltaktivist, ein sozialistischer Aktivist, jede Art von Aktivist gegen globale Institutionen und Sie sind nicht in der Lage, Ihre persönlichen Gefühle für Julian Assange beiseite zu legen, um die grundlegende Pressefreiheit zu verteidigen und sich gegen die Bemühungen der Trump-Regierung und Boris Johnson-Tory-Regierung zur Kriminalisierung der Aktivitäten von Julian Assange und WikiLeaks und der Veröffentlichung von Informationen im öffentlichen Interesse zu wenden, werden sie eine Welt für sich selbst schaffen, in der die Präsidenten, die sie jetzt dulden oder aus einem unangebrachten Hass heraus bejubeln, Julian Assange gegen sie verwenden werden. Wenn Sie in einem dunklen Raum sind, schaltet eine Person das Licht ein, damit alle sehen können. Suchen Sie das Licht nicht woanders. Gehen Sie selbst und schalten Sie es ein. Wir alle sollten Julian für seinen Mut und seine Integrität danken, dass er uns dieses kostbare Geschenk zur Verfügung gestellt hat, und zwar unter großen Opfern für sich selbst, sehr zu unserer Schande. Denken Sie an die Möglichkeiten, die Sie haben, nicht wahr? Denn es gibt keine Helden. Niemand wird Sie retten. Es gibt nur heldenhafte Handlungen. Es gibt nur heroische Entscheidungen. Es gibt nur Menschen, die Moment für Moment das Schlechte sehen und erkennen, vielleicht kann ich etwas tun. Vielleicht kann ich nicht alles in Ordnung bringen. Aber vielleicht kann ich Verbesserungen erreichen. Vielleicht kann ich die Dinge besser machen. Vielleicht bin ich derjenige, auf den ich warte. Und sobald Sie anfangen, so zu denken, werden Sie erkennen, dass Sie es sind. Befreien wir Assange. Rock'n'Roll. Gemeinsam wollen Freiheit für Assange. Wir alle gemeinsam wollen Freiheit für Assange. Ihr schmutziger Krieg läuft wie ein Killerspiel. Aus sicherer Entfernung anvisiert das Ziel. Den Knopf gedrückt und zynisch gnadenlos. Menschen zerfetzt im Höllenfeuerstoß. Im Blutrausch töten, was sich noch bewegt. Erwachsene Kinder, alle umgelegt. Die Schande sollte bleiben streng geheim. Doch WikiLeaks, ihr mischtet euch da ein. Das Video machtet ihr öffentlich dem Militär durch die Rechnung einen Strich. Und wir werden sowas auch nicht weiter hinnehmen. Wer hier wegsieht, der sollte sich schämen. Wir alle gemeinsam wollen Freiheit für Assange. 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 Dafür wurde WikiLeaks gehasst. Wir haben heute leider kein Mikro, deswegen Assange wurde geschasst. Wir jagen ihn jetzt auf der ganzen Welt. Leider da hinten irgendwie so. Dafür fehlt das Licht an Macht und Geld. Aber ich weiß nicht, ihr müsst mir sagen, ob ihr mich versteht oder nicht. Operiert weltweit. Okay. Tino ist noch im Urlaub. Also ihr dürft mit mir vornehmen. Ich freue mich, dass so viele da sind heute.
trotz Regen, Hitze und so weiter. Ich hab einiges zum Vorlesen, aber ohne Mikrofon, glaube ich, beschränke ich mich heute etwas. Die neuesten Nachrichten, ich glaube, die werde ich mal lieber gleich am Anfang los. Die sind eigentlich, fand ich richtig gut, dass sind plötzlich in vielen Zeitungen offene Briefe erschienen sind, dass Frau Merkel gebeten wird, heute bei Herrn Biden darum, ja, für Assange einzutreten. Und gestern und heute, also gestern Verdi tatsächlich hat sich geäußert, endlich sind sie aus ihren Löchern rausgekommen, kann man dazu sagen. Und sogar die Zeit hat heute einen Artikel veröffentlicht, den habe ich auch mit. Vor ein paar Tagen war ja der Spiegel, da ist allerdings halt das Thema Mahnwachen und so drin. Hatte ich in der Mail rumgeschickt, wer das PDF haben möchte, kann es von mir noch bekommen. Also der Spiegel. Und diese Äußerungen heute, die bezogen sich ja auf die Stimmen, also auf die 120 Unterschriften der Leute, die damals diesem Aufruf von Günter Wallraff gefolgt sind. Das ist ja schon ein paar Monate her, ich hatte das damals auch schon verlinkt. Aber jetzt haben sie tatsächlich den Text auch noch etwas verändert und halt diese Geschichte von der Stundin-Zeitung reingebracht, dass der Isländer gelogen hat und allein schon aus dem Grunde jetzt das überdacht werden muss. Und es ist wirklich, ja, toll, dass es jetzt solche Wellen geschlagen hat, plötzlich so viel in der Öffentlichkeit erschienen ist. Also auch das Neueste sind Ärzte, die ebenfalls einen offenen Brief geschrieben haben, die sich zusammengeschlossen haben, jetzt auch, gab es früher schon mal, aber jetzt noch mal direkt zu diesem Vorfall, dass es Julian Assange wirklich sehr schlecht geht im Gefängnis und von Stella Morris kommen nur traurige Nachrichten, dass er extrem leidet unter den Verhältnissen im Gefängnis. Er ist ja da 23 Stunden in Isolationshaft, auch weil Covid-19-Fälle dort waren und er durfte aus dem Grund seine Familie nicht sehen, 8 Monate. Jetzt endlich durfte die Familie ihn besuchen oder sie durfte ihn besuchen. 8 Monate, Wahnsinn, die Kinder wissen gar nicht, wer ihr Vater ist dann nach so einer Zeit. Also jedenfalls gutes Zeichen mit den Ärzten, die auch nochmal das verlangt haben. Ich hatte es in der Mail schon geschrieben, dass auch sehr viele Abgeordnete in vielen Ländern, europäischen Ländern, aber auch Australien, offene Briefe an Biden geschrieben haben und den Justizminister der USA ein großes Zeichen zu setzen für Menschlichkeit, eben Julian Assange freizulassen. Ja, habe ich noch was vergessen? Ich überlege gerade. Also, ja gut, im Fernsehen bei uns kamen auch einige Sendungen. Also vor allen Dingen mit Nils Melzer nochmal Interviews. Also ist auch schon mal was. Vor 2 Jahren wurde er noch nicht mal richtig im Außenministerium angehört. Da sagte man ihm, Sie haben uns Post geschickt. Kennen wir nicht, haben wir nicht gesehen, so ungefähr. Ja, und jetzt bemühen sich die Medien gerade etwas mehr. Ich hatte hier aus der Jungen Welt mir einen Artikel ausgedruckt, den ich richtig gut fand, weil alle wichtigen Punkte darin vorkommen. Das ist zum Geburtstag direkt war der Artikel. Er ist also jetzt, da sind jetzt noch nicht die neuesten Entwicklungen drin, aber trotzdem ist er total ausgewogen und das ist eben, ja, wie ich finde, wirklich qualitätvoller Artikel. Also, Jens,
Der Artikel aus der Jungen Welt heißt 815 Tage Isolation. Das hat sie damals, hat er ja noch nicht gesagt, dass er gelogen hat. Sie hat also die Lügen alle akzeptiert und müsste jetzt in 0, nichts eigentlich, müsste doch jetzt in einem rechtsstaatlichen Verfahren sofort angefangen werden, diese Lügenpunkte alle neu durchzuverhandeln. Ja, genau. So, und das Schlimme ist jetzt, dieses Supermax Prison, das ist Special irgendwas, die heißen ja Supermax, weil die in einer besonderen Sicherheitszone da in diesen Gefängnissen nur haben. Die haben ganz kleine Betonlöcher, in denen die Gefangenen sitzen und ohne irgendwelchen Kontakt zur Außenwelt. Die sind im Grunde lebendig begraben, dürfen irgendwie 15 Minuten im Monat, in 3 Monaten telefonieren vielleicht oder so. Also irgendwie ganz, ganz schreckliche, also so schlimm, da stellt man sich vor, die Todesstrafe wäre womöglich humaner. Naja, das will ich jetzt nicht sagen, die ist inhuman, aber und von diesen Supermax-Prisons, da gibt es nicht bloß eins in USA, das ist irgendwie auch Wunschdenken, da gibt es mehrere. Also wenn jetzt gesagt wird in diesen neuen Aussagen oder in dieser, die Amerikaner haben ja die Revision jetzt insofern abgeändert, als sie gesagt haben, ja, wir wollen gar nicht mehr, ja, also der muss gar nicht in diese Supermax Prison da in Colorado oder worum es ging, der kann auch irgendwie in einem normalen Gefängnis sein oder so. Und später kann er in ein Gefängnis in Australien, da haben wir überhaupt nichts dagegen, das kann alles so gemacht werden. Also das sind jetzt so die neuesten Aussagen von denen, die auch wieder total biegen. Ja, aber das ist ja der Grund, er hat nichts gemacht, aber das ist jetzt der Grund für die Auslieferung. Also klar, das ist so ein bisschen weichgespülte Anklagepunkte, die auch nicht stimmen, weil es gibt außer diesem einen Supermax eben noch andere. Und wenn er nicht in das eine kommt, dann kommt er eben in ein anderes. Und abgesehen davon kann es ja auch sein, dass man dann, wenn er dann erstmal in Amerika ist, das weiß man gar nicht, da gibt es auch solche Klauseln, wonach dann wieder anders entschieden werden kann. Also, ja, ist auch oft genug vorgekommen. So, warte mal. Jetzt habe ich irgendwie was erzählt, was hier gar nicht steht. Gut. Ach ja, ich war bei den 23 bis 29 Punkten, die alle gelogen sind jetzt und die immer noch in diesem Urteil stehen. Okay. Habt ihr irgendwelche neuesten Nachrichten von Frau Merkel, ob sie bereit ist, Herrn Biden anzusehen? Also es gab ein Interview mit Günther Wallraff beim SWR. Das hatte ich nicht mehr verlinkt, weil das ist mir erst, nachdem ich die Mail abgeschickt hatte, noch untergekommen. Und da äußert sich Günther Wallraff so positiv. Also im Hintergrundgespräche und so. Genau. Und öffentlich wird das keiner sagen, dass sie es anspricht, also vorher. Das wäre auch, glaube ich, unklug. Naja, die haben sich öffentlich geäußert. Die haben auch, glaube ich, diesen kleinen Film gemacht. Nee, es waren die Engländer. Die Australier auch. Die Australier auch, ja. Es sind jetzt schon so viele aus Island, aus Irland, aus dem UK, hier aus Deutschland, die Australier halt und die Italiener, die haben sich alle jetzt so geäußert, dass er freigelassen werden soll. Das ist schon eine schöne Häufung von positiven Aussagen dafür, ja. So, jetzt war ich noch nicht ganz fertig. Ich schließe noch ab mit diesem Artikel, ja, wenn es euch recht ist. Also, das Auswärtige Amt ist zwar nicht so direkt in das politische Komplott involviert wie die USA, Schweden, Ecuador und Großbritannien,
Nils Melzer, UN-Sonderbeobachter über Folter und seit erstmaliger Befassung mit dem Fall Assange in einem unermüdlichen Aufklärungskampf, sieht Deutschland dennoch zwischen Appeasement und Komplizenschaft. Entsprechend lautet der von Bundesminister Heiko Maas gebetsmühlenartig wiederholte Standpunkt Berlins: Vertrauen in die britische Justiz. Es besteht. Okay. Gelächter statt Applaus. Also wirklich, das kann ja weiter werden. Also es besteht kein Grund zur Einmischung. Gut, also das ist die offizielle Version. Zur aktuellen Wende im Fall, die jedes andere Verfahren zusammenbrechen lassen würde, hat es das Auswärtige Amt leider auch nicht mehr geschafft, eine diesbezügliche Bitte um Stellungnahme im Vorlauf von einigen Tagen bis zum Redaktionsschluss der Jungen Welt, die haben also da angefragt, zu beantworten. Bleibt die Antwort der Bundesregierung während der Bundespressekonferenz am Montag auf Anfrage von Florian Warbeck, dem RT-Journalisten, ob sich die Bundesregierung vor diesem neuen Hintergrund bei ihren britischen und US-Partnern für die Freilassung von Assange einsetzen werde, lautet die Antwort: Man habe die Diskussion verfolgt. Wir bleiben allerdings bei der Position, dass sich unsere Haltung im Fall Assange nicht geändert habe. Gut, okay, das war der Artikel aus der Jungen Welt. Und das war am 3.7., also in der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan. Ja, jetzt noch kurz eine Sache. Jetzt ist ja der Krach weg, wunderbarerweise. Ich habe mir das aus der Zeit heute ausgedruckt. Und das fand ich schon toll, dass die tatsächlich einen Artikel dazu und einen wirklich recht positiven Artikel, muss man sagen. Da sind so zwei, drei kleine Spitzen drin, die wieder mal nicht so ganz in Ordnung sind, sage ich mal. Aber im Großen, das und überhaupt, dass so ein Leitmedium sich dieser Sache angenommen hat. Also, und direkt, Sie nennen ja auch als erstes: Wenn die Bundeskanzlerin, schreiben Sie, diese Woche Joe Biden besucht, fehlt auf der Agenda ein weltweit bewegendes Thema. Es geht um das Leben von Julian Assange. Der Gründer der Whistleblower-Plattform WikiLeaks sitzt seit 2 Jahren, naja, mindestens 2 Jahre, es ist jetzt schon ein bisschen mehr als 2, in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Man hätte ja schreiben können, das 3. Jahr sitzt er da in London und kämpft dagegen, in die USA ausgeliefert zu werden. Assange ist gerade 50 Jahre alt geworden, von denen er die vergangenen 9 seiner Freiheit, eigentlich 10, beraubt war. Ach, das habe ich jetzt gesagt. Hier steht, von denen er die vergangenen 9 eingesperrt verbracht hat. Zunächst in der ecuadorianischen Botschaft, seit April 2019 im Gefängnis. Er ist Europas bekanntester politischer Gefangener. Der WikiLeaks-Chef gilt als suizidgefährdet. Er leide unter tiefer Depression, sagt seine Verlobte Stella Morris. Es geht weiter bei der Zeit. Mit WikiLeaks enthüllte Assange potenzielle Kriegsverbrechen. Die USA werfen ihm Spionage vor. Vorerst bleibt er im Hochsicherheitsgefängnis in London. Wie stark eine Demokratie ist, zeigt sich gerade im Umgang mit ihren Kritikern. Natürlich hat Assange die Vereinigten Staaten provoziert. Er hat als Publizist getestet, wie weit er gehen kann, indem er Geheimberichte über die Feldzüge in Afghanistan und im Irak sowie aus dem US-Außenministerium veröffentlicht hat. Assange vereint in sich das Eigentlich will ich das jetzt nicht lesen, aber das ist genau so ein Satz, der da von der Zeit natürlich reingemacht werden muss, damit das alles okay abgewinkt werden kann. Ne? Okay, also Zeit schreibt, Assange sei
vereint in sich das Staatsverachtende eines Anarchisten und die Unerbittlichkeit eines Stalinisten. Also pure Meinungsmache und nochmal doch auf der Schiene des Schmierenjournalismus muss ich. Ja, okay, das war jetzt dieser kleine, miese Widerlichsatz. Dann geht es aber weiter. Aber so ist das in der Demokratie. Also da sieht man mal wieder, was wir für eine tolle Demokratie haben. Sonst würde die ja gar nicht so strahlen können. Ja klar, der Staat muss es aushalten, wenn er kritisiert wird. Eigentlich ist es normal. Medien nehmen die Rolle des Korrektivs der Mächtigen ein. Ja, okay, das ist das Narrativ. Wir warten drauf, dass das mal wirklich der Fall ist. Okay, das steht ja hier gar nicht. Das ist wieder was von mir. Also, Medien nehmen die Rolle des Korrektivs ein, sonst wäre es keine Demokratie, was auch immer. Strafbar ist von dem, was Assange getan hat, wenig bis nichts, schreiben die hier. Jetzt frage ich mich, was sie damit meinen. Wenig bis nichts. Also was wenig hat er denn strafbar? Also das wird auch nicht begründet. Eben. Das ist natürlich jetzt die zweite Sache hier. Und schon gar nicht rechtfertigt es, ihn als Spion über Jahrzehnte wegzusperren. Immerhin das, könnte man sagen. Aber, also das sind zwei Sachen, die hätte die Zeit sich sparen können, aber anscheinend können sie das nicht, sind sie so frei nicht. Der Fall Assange ist ein Schandfleck für die Rechtsstaaten Großbritannien und USA. Ja, das war aus der Zeit. Ach, hier geht es noch weiter. Entschuldigung, ich quäle euch noch ein bisschen damit. Unabhängig waren die Staatsanwälte in diesem Fall ohnehin nie. Die Obama-Administration entschied, ihn nicht anzuklagen, weil sie dann auch jene Journalisten hätten verfolgen müssen, die die Staatsgeheimnisse zusammen mit WikiLeaks publiziert haben. Trump feierte Assange im Wahlkampf, um ihn später mit brutalstmöglicher Härte zu verfolgen. Nichts spricht dagegen, dass Biden nun eine andere Entscheidung trifft und die Ermittlungen einstellen lässt. Gut, das ist ein frommer Wunsch von der Zeit und das hoffen wir ja auch alle. Der US-Präsident würde damit ein Signal setzen, Journalismus ist kein Verbrechen. Ihn darum zu bitten, diese 5 Minuten sollte die Kanzlerin in Washington einschieben können. Sollte sie. Also die Zeit appelliert an die Kanzlerin, wer hätte das gedacht? Für die Freiheit von Assange. Wow. Wer abonniert die Zeit ab heute? Für Assange könnten Sie den Unterschied ausmachen zwischen Freiheit und lebenslanger Kerkerhaft. Kannst du noch mal den Satz mit Trump lesen? Mit Trump, ja. Trump feierte Assange im Wahlkampf, um ihn später mit brutalst möglicher Härte jagen zu lassen. Okay, aber die Zeit hat es geschafft, mit keinem Wort die Supernachricht zu erwähnen. Wieder nicht. Die Supernachricht sind die Lügen von diesem Isländer. Das ist doch von Holger Stark, ne? Ja, warte, ja. Der mit Marcel Rosenberg Staatsfeind WikiLeaks geschrieben hat, das Buch. Ah. Ja. Mhm. Da kommt übrigens der Fall mit dem Dings da, mit dem Sigurdur Thordarson. Dass Assange den schon damals für einen Spion gehalten hat, ja. Aber alle haben ihn für paranoid gehalten. Mhm. Ah. Das war's erstmal. Das heißt, ich habe zwar noch einen Artikel, aber ich finde, wir könnten erstmal eine kleine Pause machen. Gesprächspause. Danke. Alle gemeinsam. Freiheit für Assange. Alle gemeinsam. Freiheit für Assange. Alle gemeinsam. Freiheit für Assange.